Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Stative und wie man sie nicht benutzt. Also, dass man sie gar nicht mitnimmt. Ich finde Stative toll. Ich mache die sogar zusätzlich zu, wenn ich was erklären will, einfach so ins Bild, weil ich die schön finde. Ich finde, ein Stativ ist wie eine, wie ein Sockel für das Kunstwerk Kamera. Ein Stativ schafft auch Autorität und macht auf sich aufmerksam. Und dann sehen alle, ah, da ist der Fotograf, der mit dem Stativ, weil die Kamera ist oft klein, aber das Stativ und die Kamera zusammen, die machen sowas, bam, wie die Fahne, die man auf dem Berg oben, wenn man eine Erstbesteigung hat, so reinrammt. So steht das Stativ da und zeigt, hier bin ich, hier ist der Fotograf, hier wird das Bild gemacht. Das hat viele Vorteile. Es hat aber auch Nachteile, wenn man nicht fotografieren darf, wie im Privatgelände, in der Kirche oder im Flugzeug oder meinetwegen in der S-Bahn oder auf dem Bahnsteig. Da müsste man sich erst eine Fotogenehmigung holen und das ist total umständlich und Streetfotografie klappt auch nicht so richtig mit Stativ, weil die Leute dann immer gucken, oh, was macht denn der da mit dem Stativ? Da, wo es nicht erlaubt ist und man schnell und diskret vorgehen will, wo man nicht in die Szenerie eingreifen will, da stört ein Stativ. Und es gibt noch einen Grund. Meistens, eigentlich immer, habe ich die Kamera dabei. Aber das Stativ habe ich ja nicht immer dabei. Passt das ins Handgepäck, so ein großes Stativ? Habe ich das bei jeder Wanderung dabei? Habe ich das immer, wenn ich in den Club gehe oder so dabei? Nein, aber eigentlich habe ich immer eine Kamera dabei. Und ganz häufig sehe ich was, auch nachts, und denke, das ist ein Motiv, das will ich fotografieren. Und dann habe ich gar kein Stativ. Und dann lege ich die Kamera auf den Geländer oder wenn ich eine Laterne sehe, nehme ich die Kamera und quetsche die so an die Laterne ran und mache dann mit Selbstauslöser ein Bild. Und 10 Sekunden, 20 Sekunden, das funktioniert total gut. Ich habe in den letzten Monaten im Winter häufiger solche Bilder gemacht und habe dann mit dem Handy gefilmt, in welcher Position die Kamera war. Und das würde ich euch gerne mal zeigen. Es hat Vorteile, wenn ihr das genau so auch macht, weil dann sieht man, welche Belichtungszeit man genommen hat. Gerade wenn es sehr dunkel ist, funktioniert der Belichtungsmesser nicht so richtig. Man muss dann sowieso mehr nach Gefühl fotografieren. Und anhand der Mini-Videoschnipsel sehe ich, welche Belichtungszeit ich eingestellt habe, welche Blende ich hatte. Und dann ist manchmal ein ganz anderes Bild richtig gut geworden, als ich ursprünglich dachte. Ich mache sowieso mehrere. Und wenn das Geländer ein bisschen schräg ist oder die Treppenstufe nicht genau gerade oder die Kamera nach unten kippen würde, dann lege ich Münzen drunter oder den Kameradeckel, sodass die Kamera auch in die Richtung fotografiert, gerade und nicht nach unten oder nach oben. Klar gibt es den Nachteil, dass ich nicht die Kamera da aufbauen kann, wo ich es mit Stativ machen würde. Aber es gibt oft überraschend neue Blicke, auf die ich nicht gekommen wäre. Ich hätte mich nicht auf den Fußboden gelegt bei starkem Regen und riesigen Pfützen, weil ich hätte dieses Jahr das Stativ genommen. Aber dadurch entstehen manchmal genau die Bilder, die ich im Nachhinein abfeiere. Und das macht Spaß. Und das zeige ich euch anhand der Bilder und der Mini-Videos. Viel Spaß dabei. Hier im Roten Rathaus war ich zu einer Veranstaltung eingeladen, die ich etwas langweilig fand. Und deshalb bin ich da so rumgestromert und habe versucht, das Gebäude aufzunehmen, hatte aber kein Stativ dabei. Hier seht ihr, wie ich ein Geländer benutze, um diese Aufnahme zu machen. Meine Partnerin hat mich dabei aufgenommen und dieses Bild ist dabei entstanden. Da stehen auch so ein paar Skulpturen rum und ich habe die Kamera auf so einen Sockel gestellt und habe den Sockel als Stativ benutzt. Im Vordergrund rechts seht ihr, ein Teil des Sockels ist nicht optimal, aber ich habe mein Bild bekommen. Oder dieses hier. Oder hier habe ich die Kamera da abgelegt, wo man die Garderobensachen ablegen. Auf der Warschauer Brücke habe ich die Kamera auf ein Geländer gestellt, hatte ich kein Stativ dabei und habe diese Aufnahmen gemacht.
Dann nochmal ein Bild in die andere Richtung. Das gleiche auf der Lichtenberger Brücke. Da ist das Problem, dass die Brücke ja gewölbt ist und deshalb die Kamera nicht so richtig gerade stehen kann. Das ärgert mich manchmal, aber man muss halt Kompromisse machen, wenn man kein Stativ hat. Auf dem Lichtenberger Bahnhof habe ich die Kamera auf die Bahnsteigkante gestellt. Und dieses Bild ist dabei entstanden. Dann kam eine S-Bahn und ich habe mir überlegt, die will ich ja eigentlich auch drin haben und habe die Kamera weiter weg gemacht auf eine Anzeigetafel. Das gleiche habe ich auch Westhafen gemacht. Die Bahn fährt ein. Belichtet. Die Belichtungszeit ist zu lang, das heißt, das Bild ist viel zu hell. Es ist eigentlich gar keine Nachtaufnahme. Aber bei analoger Fotografie ist das manchmal gerade das Coole. Gerade überbelichtete Sachen können sehr schön aussehen. Das ist ein wiederkehrendes Motiv, was ich häufig mache, wie hier am Ostbahnhof, Görlitzer. Oder Schönhauser Allee, Alexanderplatz. Im Musikinstrumentenmuseum gibt es unten eine Kantine, die so ein bisschen verpeilt ist und die eine coole Einrichtung hat. Und da habe ich die Kamera auf einen Tisch gestellt. Dabei ist dieses Bild entstanden. Ich habe gerade einen neuen Film eingelegt, deshalb das erste Bild. Sieht so aus. In einer Bar habe ich die Kamera auf einen Barhocker gelegt. Ungefähr 8 Sekunden, Blende 8. Das ist nach meiner Erfahrung nach eine gute Zeit, um dunkle Aufnahmen zu machen. Weil zu überbelichtet soll es ja nicht sein. So ist es dann geworden. Weil ich so begeistert war, habe ich im Außenbereich auch nochmal dieses Bild gemacht mit etwas längerer Belichtungszeit. In Clubs oder Bars ist es manchmal nicht ganz einfach zu fotografieren und da habe ich generell kein Stativ dabei, aber ich will trotzdem die Atmosphäre einfangen oder mache Bilder auf den Toiletten. Oder hier beim Billardspielen habe ich die Kamera auf den Rand vom Tisch gestellt. Tische sind in Kneipen und Restaurants immer gute Stative, wie auch hier. Oder so ein Bartisch. Die merken nicht, dass ich sie fotografiere oder er auch nicht. Dabei schaue ich oft nicht durch die Kamera, sondern fotografiere einfach so quer rüber und guck dann später, was es geworden ist. Hier steht die Kamera auf einem Bierglas, knapp über dem Tisch. Er zum Beispiel merkt auch nicht, dass ich fotografiere. Genau wie hier. Hier war ich bei einem Audiowalk. Man hat so Kopfhörer auf und läuft so durch die Gegend. Es gibt Live-Musik oder ein DJ spielt. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, hatte nur die Kamera dabei, kein Stativ. Und ich wollte gern dieses Bild machen und habe die Kamera in so eine Nische gepresst, wie ihr sie auch rechts im Bild seht. Solche Nischen gab es auch links. Und dabei belichte ich dann manchmal auch 10, 20, 30 Sekunden und vergesse dann manchmal, dass die Kamera noch belichtet und nehme die dann schon wieder weg. Und dabei entsteht sowas wie Lichtmalerei. Als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, ach, das mache ich gleich mit Absicht so ein bisschen und laufe mit der Kamera rum und lasse sie einfach so belichten und versuche dadurch die Atmosphäre einzufangen.
Hier habe ich sie auf den Tisch gestellt und zum Nachbartisch fotografiert. Schönhauser Allee. Ich mag den Raum unter der Hochbahn, unter der U-Bahn. Habe eine Stelle gesucht, wo ich die Kamera ablegen kann. Da ist so ein Poller-ähnliches Teil. Und all die Leute, die hier durchlaufen, sind auch auf dem Bild, was ihr gleich seht, zu sehen. Beziehungsweise sind sie nicht zu sehen, weil sie ja durchlaufen. Ich war unzufrieden mit der Aufnahme, weil ich sie gerne in der Achse haben wollte, nicht so seitlich. Ich wollte genau in der Mitte stehen. Und dann habe ich nochmal ein Bild gemacht aus der Hand und dabei ist das entstanden. Ihr könnt selber entscheiden, welches euch besser gefällt. Gleicher Ort, aber seitlich über die Straße hinweg fotografiert, vom Fahrradsattel aus. Dabei sind die Bilder schräg geworden. Das passiert mir häufig bei dieser Methode. Bin ich dann auch oft unzufrieden, aber nach dem dritten, vierten Bild gelingt mir dann vielleicht ein solches, mit dem ich eher zufrieden bin. Oder hier eine Aufnahme in Kreuzberg. Hier nochmal Schönhauser Allee, genau hinter einer Pfütze. Oder hier habe ich die Kamera auf einen Zaun gestellt. Das ist so wackelig, dass ich dann nicht auslösen kann mit dem Finger, sondern mit Selbstauslöser auslöse. Die Kamera kann mehr aufnehmen, als wir mit dem bloßen Auge sehen. Es ist viel dunkler als in meiner Erinnerung. Hier steht die Kamera auf einem Geländer von einer kleinen Treppe. Ich mache meistens mehrere Aufnahmen. Hier ist die Kamera auf der Bordsteinkante. Und ich habe mit Absicht auf Automatik gemacht, weil ich eine sehr lange Belichtungszeit haben wollte und weil die Kamera dann 30 Sekunden belichten kann. Bei Blende 22 entstehen dann trotzdem Aufnahmen, die relativ dunkel sind. Ich wollte, dass die Straßenbahn durchs Bild durchfährt. Hier habe ich wieder mein Fahrrad benutzt und zusätzlich eine Laterne. Ich habe sie da so gegengedrückt. Wieder 8 Sekunden und hier ist es mir gelungen, die Kamera gerade auszurichten und die Kreuzung gerade aufzunehmen. Man muss da meistens mehrere Aufnahmen machen, bis man dann eine hat, wo man sagt, ja, das ist es. Auch am Tage lohnen sich längere Belichtungszeiten. Wie hier bei einem Weihnachtsmarkt in Aachen. Oder hier im Museum vom Waschbecken aus. Hier bei einer Ausstellung habe ich die Kamera auf den Fußboden gelegt und das ist ein bisschen ungünstig, weil der vordere Teil völlig unscharf ist. Und deshalb ist es sinnvoll, die Kamera ein bisschen höher zu haben, wie hier von einer Stufe aus. Oder die Treppenstufe. In der Oper habe ich auch kein Stativ dabei, habe ich es bei der Garderobe abgelegt. Oder irgendwo auf dem Stuhl ist immer irgendwie Platz. Beim Einkaufen kann man die Kamera auch mal ins Regal legen oder in den Einkaufskorb. Oder hier auf dem U-Bahnhof auf die Stufen. Hier habe ich sie auf den Rucksack selber gelegt, die Kamera. Und hier wollte ich den Wasserfall so fotografieren, dass es eine lange Belichtungszeit gibt, damit das Wasser so richtig schön fadenartig runterfällt. Ich habe mehrere Aufnahmen gemacht und mich dann langsam rangetastet.
So ungefähr wollte ich's. Auch hier zeige ich mehrere Aufnahmen, damit man sieht, wie viele Aufnahmen eigentlich nötig sind, bis dann die Aufnahme entsteht, die mir wirklich gefällt. Ich habe die Kamera an eine Laterne gemacht und da rutscht man dann auch manchmal ab mit der Hand. Und manchmal entstehen auch unscharfe Bilder oder sie sind dann nicht so in der Achse, wie ich sie haben will. Und dann kam wieder eine S-Bahn und ich dachte, so will ich es haben. Das ist die Aufnahme, die ich eigentlich wollte. Oder hier, wo ich auch ohne Stativ mich einfach treiben lassen habe und versucht habe, Nachtaufnahmen zu machen, die die Atmosphäre der Stadt einfangen und wo man nicht zu verkopft rangeht, sondern einfach so mit dem, was man zur Verfügung hat, Bilder macht, die eine gewisse Stimmung transportieren. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen inspirieren, ungewöhnliche neue Aufnahmen zu probieren und euch einfach treiben zu lassen, ohne alles vorher zu planen. Vielen Dank fürs Zuschauen.